Also ich wollte nur sagen, Martina Schwarzmann hat gesagt, sie hat das Lied geschrieben, wie sie nicht mehr auf ihr Erbe angewiesen war. Ich bin auf mein Erbe noch angewiesen. Deshalb keinerlei Namen, die in diesem Lied vorkommen, haben irgendwas mit mir zum tun, mit meiner Familie oder annähernd mit Leuten, die ich kenne. Und ich bin mir sicher, auch in eurer Familie ist das nicht so. Mit den Verwandten ist ja so, du kommst auf die Welt, die sind schon da. Die sucht man sich ja nicht raus und denen kommt man auch nicht aus. Heut geht's zum Weihnachtskaffee, heut ist endlich so weit. Endlich alle wieder beieinander, auf den Tag hab ich mich schon so gefreut. Ich triff Cousine Betty, 38 und verheirat. Vorsitzende im Kindergarten, Elternbeirat. Oder Wunschkennzeichen auf dem Nummernschuldel. Wiegt am 10. mehrer wie auf dem Hochzeitsbeutel. Meine überständige Cousine Kathi schwärmt von der letzten Zumba-Party. Der Vortänzer ein rassiger Latino. Mit dem gang sie so gerne mal ins Kino. Doch leider, leider, leider kann man dies nicht mitbuchen bei der VHS. Tante Teres ist ins Gewandlein presst, wer Blutwurst ins Gedärm. Nur einmal sind sich alle einig, wenn's heißt, so ein Kachiofer ist ein ganz andere Wärm. So ein Kachiofer gut bei uns daheim, als Krönung vom Eigenheim. Wer nicht nur Geld heimtragt, kann nur einen Heizkörper aufreimen. Früher hab ich solche Partys immer gemieden. Da hab ich an solche Tag mein Rausch ausgeschlafen, da war ich nur jung. Jetzt sitz ich da bei Kaffee und Kuchen und red über Darmspiegelung. Der Tante Finia Dackel hat sie im Stirnglander dahinkt. Sie sagt, dass sie nur sehr oft an ihren Wacki denkt. Wie er einmal vom Kühlschrank gewartet hat und gewackelt hat mit dem Schwanz. Seitdem der Wacki hier ist, kriegt die alte Wurst der Onkel Franz. Tante Hedi kommt mit nützlichen Haushaltstipps. Ihr Schuhcreme macht selber aus alten Autoreifen im Thermomix. Am Kanapé im Eck, da leidet Tante Hilde vor sich hier. Sie liegt seit 10 Jahren im Sterben, stirbt aber nie. Am Nebentisch wird grad diskutiert, ob sich für 3 Mal im Jahr die Pille noch rentiert. Ach ja, sagt der Onkel Franz, stimmt. Ich muss jetzt heim, weil um 5 Uhr der Tierarzt zum Besamen kommt. Mal angenommen, ein Waisenkind, Frau, heirat ein Waisenkind, Mo, da waren ja da gar keine Verwandten da. Was machen seine Leute an die Feiertag, wo man nicht in die Arbeit geht darf und alle Geschäfte zu haben? Die machen das, wovon unser eins nur Drama kann, am Kanapé pflacken und der Ruhe haben. Und es wird immer Tage geben, wo's da denkst, heit, 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 da schluckst das. Doch der liebe Gott hat dich in diese Familie hineingeboren, weil er gewusst hat, du da backst das, du da backst das, du da backst das. Wenn nicht du, wer dann?